Ja, grüß Gott, hallo. Ich glaube, wir müssen ja unbedingt etwas klarstellen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr notwendig, weil wir sonst uns auf das Leben, so wie es sich hier abspielt, einfach keinen Reim mehr machen können. Ich höre sehr, sehr oft, dass gesagt wird, wenn zum Beispiel Menschen gläubig sind, dann passiert oft ganz oft, dass sie sagen, ach Gott, nicht nein, mein Wille, sondern dein Wille oder irgendwie so etwas. Das hat einen gewaltigen Haken. Da Gott das Sammelsurium von allen Menschen auf der Erde ist, einschließlich Getier und Pflanzen. Mit anderen Worten, es ist eine gewaltige Energieströmung da, deren höchster Punkt der höchste Gott ist. Irgendwo in der Mitte siedelt sich dann der mittlere Teil davon an und so weiter. Und dein Denken wird nun bestimmen, zu wessen Teil davon du gehörst. Es ist ein Problem zu sagen, mein Wille zählt ja nicht. Und mit Verlaub, dein Wille ist der einzige, der zählt. Denn du hast keine andere Wahl, als dich selbst zu entscheiden, wer und was du sein willst und wie du genau leben willst. Ich habe mir Jahre den Kopf zerbrochen, was das mit der Kreuzigung überhaupt sollte. Also ich war kurz bei Jesus und dachte über Jesus Christus, meine ich, und dachte, was sollte das mit der Kreuzigung? Warum denn überhaupt? Und dann ist mir aufgefallen, dass er die Antwort in seinen Predigten selbst gegeben hat. Wenn ich mich richtig erinnere, sprach Christus mal davon, du sollst Gott nicht versuchen. Und genau das hat er aber getan. Ich meine, wenn ich erkenne, dass ich mich in einem Sammelsurium von lauter, sagen wir mal, Energieströmungen und Schwingungen aufhalte, die offenkundig mit meiner eigenen nichts zu tun haben und mit denen ich auch nichts zu tun haben will, dann ist das relativ unsinnig, sich in so einer Strömung aufzuhalten und dann zu erwarten, dass alle anderen sich mal ändern. Das ist Quatsch und dummes Zeug und wird auch nicht passieren. Ich meine, was weiß ich was, setze einen Hasen inmitten von Kaninchen und die werden immer noch Kaninchen bleiben und der Hase bleibt eine Hase. Nun werden die Kaninchen vielleicht nicht über den Hasen herfallen, aber es gibt durchaus vergleichbare Experimente oder vergleichbare Szenarien, wo wir dann feststellen können, dass es dann für den einen, der dann nicht zu den anderen gehört, übel ausgeht. Und damit sind wir, also ein Vogel unter 8 oder 9 Katzen hat es nicht gerade sehr leicht. Und bleibt auch trotz allem ein Vogel für die Zeit, die ihm dann noch bleibt. Und man steht nicht plötzlich zur Katze. Ich will damit sagen, wenn ich sehr lange in einer mir fremden, beziehungsweise auch mir nicht freundlich gesinnten Energieströmung bin und dann auch noch beharre, ich bleibe aber hier und das muss so und so gehen, ist das närrisch. Also entweder man hat bringt die Courage auf und sagt, da und da will ich aber hin und ich tue alles, um dahin zu kommen. Das heißt, ich verändere mich, beziehungsweise ich verändere meine Energieströmung und meine Schwingung so dermaßen, dass ich auch dahin also mal hingleite, sozusagen, wo ich auch hin will. Und bleibe dann nicht störrisch da, wo ich sowieso nicht willkommen bin. Das ist gerade das, was bei mir auch so der Fall ist, wo ich mich immer wieder frage, was hat das denn überhaupt noch für einen Sinn? Also merke, dass sehr viele Menschen das zwar gehört haben, was ich sage, aber viele Menschen das aber ablehnen. Das ist deren Sache. Ich kann mich natürlich darüber mokieren, dass Menschen der Meinung sind, sie tun genug für den Frieden, wenn sie auf eine Friedensdemo gehen. Also ich finde das lächerlich, weil ich denke, wenn der Putin, den es vergeht, der lacht sich höchstens tot. Also wenn er das sieht und ehrlich gesagt, das wär auch eine Möglichkeit, ihn loszuwerden. Aber es funktioniert wohl nicht. Aber ich will damit sagen, wenn ich so etwas, wenn ich solche Mätzchen, wenn ich solche Entfaltungen, wenn ich so ein Resultat oder wenn ich solche Energieströmungen, wie sie ja nun mal hier sind, nicht gut finde, dann verlasse ich sie halt. Und bleibe auch wirklich dem Ganzen fern. Und damit ist für mich das Thema eigentlich durch. Das ist auch der Grund, warum ich ja eigentlich vorrangig nur poste. Ich meine, jeder kann sich das angucken, der sich das angucken will.
Auf der anderen Seite bin ich aber der Meinung, dass man entweder erkennen kann, entweder das will ich auch, dass das irgendwie ist da was, da ruft mich was. Und das, was da ruft, das ist dann immer das eigene Selbst und das eigene Ich und nicht etwa ein anderer. Oder jemand sagt, das ist alles so Quatsch und dann schalte ich das eben nicht ein. Anhand der Abonnentenzahlen stelle ich aber fest, davon könnte ich nie leben. Das funktioniert so nicht. Nun, mein Krankengeld läuft jetzt aus und mittlerweile wieder gesund, kann man also auch sagen, dann kannst du ja hier auch arbeiten. Ich stelle aber fest, also hier, wenn man mal, ich könnte jetzt im Supermarkt anfangen zu arbeiten oder dann im Callcenter arbeiten oder sonst irgendwas. Ja, das könnte ich schon. Aber eine Frage mal, warum soll ich irgendwo hin, wo ich ein System aufrechterhalte, was ich aber gar nicht will? Und zwar genau deswegen, weil mehrheitlich nicht erkannt wird, dass jeder für seine eigene Energieströmung verantwortlich ist. Wie ich schon sehr oft sagte, ich bin hier kein Messias. Und wenn jemand der Meinung ist, oder er erblickt in mir so etwas Ähnliches, sag mal, hältst du dich hier für den Messias oder sieht in mir irgendwie eine heilige, von Gott geschickten Menschen oder sowas, dann sage ich ja, okay, dann halt mich mal dafür, aber dann wirst du scheitern. Denn ich bin nicht hier, um andere Menschen zu retten. Ich bin nur hier, um klipp und klar zu sagen, jeder ist für die Reinigung seiner eigenen Energieströmung verantwortlich. Und das, was früher mal schiefgelaufen ist, zeigt eigentlich nur, wo die Baustellen waren. Das ist bitter, das tut weh und sich davon zu reinigen, tut noch viel mehr weh. Aber das ist jedenfalls ein überschaubarer Zeitpunkt und irgendwann ist das dann auch durch. Die Frage ist, wie viele Menschen die Courage aufbringen, das zu tun. Es hat mal jemand gesagt, wie schafft man das? Ich möchte es unbedingt schaffen. Ich will das hinkriegen. Ich will das. Wie soll ich denn klar machen, dass ich das wirklich will? Und da sagte ich, das ist dir bereits gelungen. Durch das, was du gerade geschrieben hast. Und du hast es auch eigentlich gesagt, nicht mir geschrieben, du hast es dir geschrieben. Eigentlich hast du dir gerade selber gesagt, du willst in ein höheres Bewusstsein, da willst du hin. Und du möchtest eigentlich, du möchtest alles das verlassen und abschaffen, was in ein Meer und ein unübersehbares Labyrinth von Irrtümern führt. Und wenn jemand so weit ist, dann kommt er da auch raus. Keine Frage. Wir haben jahrtausendelang eingeimpft bekommen, vertraue nur auf Gott. Das will ich nicht tun. Auf Gott will ich nicht vertrauen. Der ist so groß, der hat alle Facetten, die man sich vorstellen kann, also auch die schlechten. Und auf die schlechten kann man wirklich gut verzichten. Also komme ich auf die Idee zu sagen, Moment mal, wo will ich denn eigentlich hin? Und ich will eine höhere Energieströmung, keine Frage. Ich will einen hohen Stream, ich will eine hohe Schwingung, ich möchte einen klaren Energiefluss in meinem Leben haben, der meine ist und ich will meinen geklärt kriegen. Ja, dann kriege ich ihn auch geklärt. In dem Augenblick, wo ich höllisch darauf aufpasse, dass ich nichts denke, was meinen Energiestrom beschwert, glättet sich die ganze Geschichte ja auch. Und in einer hohen Schwingung fallen mir nun mal keine Gedanken ein, die meine Energieströmung beschweren. Komme ich immer noch an irgendwelche Hindernisse oder komme ich immer noch an Menschen, die mir irgendwie was Gegenteiliges versuchen einzuimpfen oder es irgendwie, indem sie mich dann versuchen zu erpressen oder indem sie, ja, aber dann versagt das andere nicht oder irgendwie so etwas, dann ist ihnen nicht zu helfen. Ich selber. Mir ist das mittlerweile völlig egal, was hier noch passiert. Ich persönlich halte, wenn man mich fragen würde, siehst du hier noch eine Möglichkeit, dass der Mensch das irgendwie hinkriegt? Ja, aber es geht nicht ohne Verluste ab. Und zwar alle die sich so dagegen wehren und sich da so gegen stemmen. Und die sagen, nein, 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 so kann das nicht sein und so ist das nicht und es hat auch keiner bestätigt. Ja, dann bleiben sie in einem Bewusstsein stecken, wo es auch keiner sagt und wo es auch keiner bestätigt. Das ist ganz, ganz simpel. Es ist so einfach wie 1, 2, 3. Worauf die eine Zahl der anderen folgt. Schwer ist das nicht zu verstehen. Wirklich nicht. Es ist ein Jammer zu erkennen, dass man sich selber jahrelang praktisch ausgebootet hat. Und indem man alles Mögliche hat gelten lassen, nur nicht das eigene, den eigenen Willen.
Eigentlich will man das doch alles gar nicht so. Aber dann es ist albern, es als Unmöglichkeit ausgeredet zu bekommen. Es geht darum, dass wenn man etwas will, was offenkundig jetzt erstmal noch nicht möglich ist, dann bekommt man eben eine solche Energieströmung, dass es möglich ist. Es gibt ja so diesen Satz von Valentin, ist das, ne? Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin? Und keiner ginge, um zu schauen, wohin man käme, wenn man ging. Kluger Satz. Und diesem folge ich eigentlich. Ich wusste vor Jahren nicht, dass das mit der Schwingung, wie das dann mit der Schwingung so sich verhält. Ich wusste nur, dass es also offenkundig richtig ist. Denn irgendwie scheint eine Schwingung erstarrte und festgefrorene Gefüge irgendwie aufzuweichen und wieder freier fließen zu lassen. Das kriegt eine Schwingung also hin. Und hier gibt es einen großen Unterschied. Also entweder kriege ich eine höhere Schwingung hin und dann ist das Bestehende, was vorher eine Menge Ärger gemacht hat, nicht mehr da. Oder ich unterwandere ein Gefüge und bringe es ins Wanken, ohne eine bessere Alternative zu haben. Und das ist in den 60er Jahren leider passiert. Man erinnere sich nur an Rudi Dutschke. Der meinte dann, wir müssen die Strukturen aufweichen. Das hat er dann auch geschafft. Also die Strukturen wurden aufgeweicht, aber sie hatten keine bessere Alternative. Und das, was jetzt herausgekommen ist, ein riesengroßes Kuddelmuddel. Dabei wäre das, die Lösung eigentlich sehr einfach. Jeder fange an, sich selbst sehr wichtig zu nehmen und demzufolge die eigene Energieströmung zu reinigen. Die von dem ausgeht, was du denkst, von dem ausgeht, was du sagst. Und von dem ausgeht, was der Mensch so aktiv dann auch tut. Und ehrlich gesagt, es reicht mir ehrlich gesagt, denn ich lebe ja unter Menschen, die das alle, also erstmal von sich ganz weit wegweisen. Und vor allen Dingen lebe ich unter Menschen, die alles tun, um das nach Möglichkeit noch schwer zu machen. Gut. Dann bleibt dabei, was dann aus den allen wird, aus allen anderen wird, weiß ich nicht. Es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich merke an der Zahl der Aufrufe und der Klicks, und dass es dann vielleicht mal ein oder zwei Personen gefällt. Also sorry bitte davon, das reicht nicht, um ein grundsätzliches Erwachen hinzukriegen. Dann schaffen wir vielleicht drei oder vier Leute daraus rauszufischen. Wäre schon mal ein Gewinn für die Menschen, die da rausgefischt worden sind. Aber eine wirkliche Bewegung oder sowas wird es dann wohl nicht geben. Aber wie schon oft gesagt, ich habe auch keine Lust, eine Revolution zu starten. Ganz im Gegenteil. Aber es wäre schön, wenn das, was ich sage, mehr oder weniger implodieren würde. Mit anderen Worten, jedem Einzelnen, der wirklich seine Beschwerdeliste da fertig hat, möge klar werden, dass er die Beschwerden nur deshalb hat, weil er eben eine Resonanz dafür hat und diese Reibung reinigen kann. Nun, mein Leben ist frei geworden und ich habe keine nennenswerten Probleme mehr. Jetzt ist eigentlich alles okay ich bin eigentlich durch. Also ich bin dann soweit. Ne? Also ich könnte jetzt gehen. Wenn es doch einen Grund gibt, hier noch zu bleiben für mich, dann bleibe ich natürlich auch, aber ich sehe ihn nicht. Denn meine Videos stehen ja nun und jeder kann sie anklicken. Ich erkläre es ja auch so, dass man es verstehen kann. Und da sehe ich ehrlich gesagt keinen großen Sinn, hier noch weiter zu bleiben. Ich weiß es nicht. Also wenn es doch eine Aufgabe hier geben sollte, von mir aus, aber eines ist sicher. Um mich selbst zu retten, bin ich durch die Hölle gegangen. Ganz bestimmt. Die Zeit hier war für mich alles andere als lustig. Überhaupt nicht komisch, kann man echt nicht sagen. Andererseits habe ich auch gewusst, wofür ich das tat. Nämlich für mich. Und ich habe nie abgeschritten, dass das für mich der einzige Antrieb ist hier. Wenn ich etwas oder jemanden retten kann, dann bin ich das, und zwar mich. Und wenn du jemanden oder etwas retten kannst, dann bist du das, und zwar dich. Und da gehört nun mal eine Menge Chupse für zu. Das kann man natürlich lächerlich und spöttisch begleiten, wenn man unbedingt will, da gibt es sogar noch Kommentare zu. Aber wenn ich ehrlich sein soll, wen interessiert es jetzt noch?
Er könnte darauf kommen. Dafür sage ich das hier. Und ich meine, wenn man mich fragen würde, wie viel Zeit haben wir überhaupt noch alle? Ich würde sagen, die Zeit ist nicht wichtig. Wir haben viel Zeit, weil Energieströmungen, die können sich mal langsam, gemütlich so vor sich wälzen, bringen auch eine Menge Ballast dann noch, auch noch gleich mit, kommt dann in Form einer Schlammlawine oder so, in denen es dann überhaupt nicht mehr gemütlich ist. Aber es gibt auch klare Gewässer und wir können es ja schaffen, unsere eigene Energieströmung wieder klar zu kriegen. Können wir machen. Jetzt hängt es davon ab, inwieweit der einzelne Mensch erkennt, dass er persönlich dafür sehr in der Verantwortung steht. Solange wir noch Therapeuten, Psychologen, Psychotherapeuten, Ärzte, Oberärzte, Professoren, Wissenschaftler, Mediziner und sowas alles haben, die sich fast überschlagen, den Menschen dazu machen, dass sie selbst ja nicht am Unglück schuld sind. Kurze Frage, wenn du Unglück erlebst, wer sollte sonst dafür eine Resonanz haben, Unglück zu erleben? Ich meine, wenn es dir schlecht geht, dann gibt es nur einen dafür, der eine Resonanz dafür hat, dass es dir schlecht geht, und das bist du. Nun ist der Mensch aber ein Rudeltier. Das heißt, er gleich und gleich gesellt sich gern. Und irgendwie schaffen wir es dann, nach Gleichgesinnten zu suchen und zu fahnden, wer denn auch noch so am besten dafür noch. Wer hat denn auch sowas? Und wer hat denn auch sowas erlebt? Und Gott nicht, ja, gemeinsam sind wir dann alle gemeinsam traurig oder jammern uns dann gegenseitig zu Ohren voll, wie schlimm noch wir unter diesem einen Menschen nun gelitten haben. Das ist ja eine Taktik, die ja schon seit Jahrhunderten funktioniert, aber die nie sehr erfolgreich war. Dass wir in einem Zeitalter leben, wo wir das Unglück der vergangenen Jahrhunderte beklagen, ja, das stimmt. Und ich meine, wir sind ja schon dabei, dass wir Reparationszahlungen von Staaten fordern, für Ereignisse, die schon 130 Jahre zurückliegen. Also ihr habt irgendwie die Vorstellung davon, dass ihr das Rad der Geschichte zurückdrehen wollt irgendwie. Also wo soll das enden? Also eine meiner Urahnen wurde als Hexe verbrannt. Wen soll ich jetzt dafür verantwortlich machen? Also da weiß ich jetzt auch nicht so recht. Also wen soll ich denn jetzt für Reparationszahlungen da aufsuchen? Gibt es dafür auch einen Fonds? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Zu der Zeit gab es den deutschen Staat noch gar nicht. Aber eines ist sicher. Wenn wir nicht dahinter kommen, dass wir nicht das Rad der Geschichte zurückdrehen müssen, sondern dass wir zwar vorwärts, aber dann mit einem geänderten Bewusstsein und einer helleren Energieströmung weitergehen und weitergehen sollten. Wenn uns das nicht auffällt und wir in den 50er, 60er Jahren oder in den 80er Jahren stecken bleiben, denken, dann finden wir die gleichen Situationen und gleichen Geschehnisse wieder vor. Ob im Einzelnen oder im Kollektiv. Das versuche ich euch ja zu erklären. Das ist sicherlich allmählich so, dass ich anfange, unruhig zu werden und auch rauszugehen. Weil ich irgendwo denke, ist auch gut, ne? Also das reicht jetzt auch. Also mir dämmerte das ja schon seit Jahren. Also, ich meine, ich habe vor 6 Jahren sicherlich nicht gewusst, was das so genau mit den Schwingungen, was Schwingungen eigentlich ganz genau bewirken. Sie bewirken eine ganze Menge. Wenn man seine eigene Schwingung erhöht und wenn eigene Schwingungen, wenn das Gemüt und das Denken klären und dann auch der Körper dadurch dann geklärt wird sozusagen, dann bleibt das bei dem Körper nicht stocken. Dann ist auch das Bewusstsein ist dann mit im Boot und auch eigentlich das, was einen Menschen generell ausmacht. Also seine Gefühle, seinen Sinn, einfach alles. Und in dem Moment ändert sich sehr viel. Und dann beginnt auch der eigene Wille richtig klar zu werden. Also ich folge ganz bestimmt immer dem, was ich will, aber auch zunächst einmal hat sich etwas geändert im Unterschied zu vor 10 Jahren. Jeder folgt seinem Willen. Aber jetzt kennt man seinen eigenen Willen. Man kennt seinen Willen.
und käme nicht auf den Gedanken, irgendeinen Gott vorzuschieben. Gott will dies und Gott will das. Also das ist immer der Moment, wo das dann schief geht. Wenn mir jemand erklärt, dass er weiß, dass Gott irgendwas will, dann weiß ich zunächst einmal eins. Er will etwas. Und schiebt dann irgendeinen Gott vor. Das ist eine furchtbare Sache. Denn so wie er Gott versteht, mag das völlig richtig sein. Aber jemand anders sieht das eben anders. Denn das ist das Problem mit der Wahrheit. Pontius Pilatus fragte einmal, was ist die Wahrheit? Das ist eine tragische Frage, diese Frage, nicht? Was ist die Wahrheit? Jeder nimmt sie anders wahr. Aber anhand dessen, wie du sie wahrnimmst und was das denn wohl bedeuten würde, wenn du das mal zu Ende denkst, kannst du dir deinen eigenen Standpunkt auf einer Skala angucken. Wie weit bist du da schon gekommen? Nimm an, du hältst es für richtig, dass ein bestimmter Teil der Menschen per se für unmündig erklärt werden. Wie vor 300 Jahren oder 200 oder noch vor 100 Jahren die Frauen. Die waren per se dümmer, per se an Universitäten und Studien und so weiter nicht zugelassen und so weiter. Und sie waren immer in der Ruf, die Frauen sind das schwächere und das dümmere Geschlecht. Das haben die Menschen so akzeptiert. Das war die Wahrheit, das war klar, das ist Gottes Wille und so weiter. Wenn jemand das heute immer noch für richtig hält, dann kann er sich angucken, auf wo er sich wohl auf einer bestimmten Skala von 1 bis, was weiß ich, fast Millionen, wo er sich da wohl ansiedelt. Das ist ganz einfach. Was hältst du für wahr, was hältst du für richtig? Du wirst garantiert irgendeine Zustimmung bekommen. Niemand wird dir widersprechen. Höchstens ein paar andere, aber letztendlich kann man das so gelten lassen. Ganz egal, was du sagst. Aber du weißt dann auch gleichzeitig, wo du wohl ungefähr dich da ansiedelst. Jemand erklärt eine ganze Nation für nicht lebenswert oder für dummer oder für per se für Sklaven oder was auch immer, dann kann er sich angucken, auf welcher Skala er da wohl schon steht. Und jetzt ist die Frage, wie weit ist das Eigeninteresse denn ausgeprägt bei dir, dass du auf gar keinen Fall auf einer Skala stehen oder auf einem bestimmten Level einer Skala stehen möchtest, die unter Garantie Kämpfe, Unfrieden, Zorn, Trauer, Wut, Depression, was weiß ich was hervorbringt. Wie hoch ist dein eigenes Interesse an dir selbst? Ich habe bis jetzt nicht gemerkt, dass es übertrieben viele interessiert hat, was ich sage. Man meint tröstens zu mir, naja Gott, also ehrlich gesagt, das haben die schon seit Jahrtausenden nicht verstanden, was du sagst. Versuchen es schon seit Jahrtausenden. Naja, gut, okay. Mag sein. Aber ich bin der Meinung, irgendwann ist auch gut. Ich denke, im Jahre 2020 sollten wir dahinter gekommen sein, dass sich die Welt etwas anders erklärt, als es die Leute einem weismachen wollen, die von sich selbst sagen, dass sie die Welt auch nicht begriffen haben. Aber wir andauernd Erklärungen von den Menschen suchen, die von sich selbst selber auch sagen, dass sie die Welt nicht begriffen haben. Ich verehre Stephen Hawking und mag ihn immer noch und liebe ihn wahrscheinlich immer noch. Aber als er gefragt worden ist, warum denn die Welt so aussieht, wie sie aussieht, oder wer denn eigentlich die Welt insgesamt steuert, sagte er, er wüsste es nicht. Was hatte er? I have no idea. Aber ich. Und wie ich eine Idee habe. Und ich sagte sie andauernd. Die eigene Energieströmung führt dann genau dahin, wo sie im bestens geeignet und bestens zu Hause ist. Wenn man das zum Partout nicht begreifen will, sondern sich daran gefällt, dass man andauernd einem anderen da die Ohren voll jammert, wie schlimm das alles war, oder dafür sorgt, dass es irgendjemanden gibt, der anschließend jammert, dass es dann schlimm ist, sprich der Resonanz eines anderen dafür ausnutzt, dass man sich dann selber austoben kann, beziehungsweise man selber für eine Resonanz sorgt, die unter Garantie irgendwelche Peiniger auf den Plan ruft. Also wenn jemand so ein solches Interesse daran hat, okay, Gott befohlen. Aber mir, ehrlich gesagt, es ist gut gewesen. Wir wollen mal sehen, ob das allmählich ob das allmählich durchsickert, was ich hier sage. Es muss nicht durchsickern, weil ich es hier sage, sondern es muss durchsickern, weil es zufällig die Wahrheit ist. Und zwar eine Wahrheit, die einfach alle Menschen befreit.
sofort jedem Mensch die gleichen Möglichkeiten einräumt, wobei zu erkennen ist, dass wir natürlich alle unterschiedliche Startpositionen haben. Das haben wir bestimmt. Aber das ist dann eben so wie mit einem Etappenrennen. Alle fangen gleichzeitig an zu laufen. Aber die einen sind mal schneller unterwegs, die anderen etwas langsamer unterwegs, die anderen teilen sich jetzt ein bisschen besser ein, die einen preschen sofort nach vorne. Und wie das eben so ist in so einem Etappenlauf. Das ist bei uns genau das Gleiche. Und nur weil jemand, sagen wir mal, nach einem Drittel des Rennens, das ja nun wirklich über mehrere Tage geht, sich eine schlechtere Pull Position sozusagen dann sich nur erlaufen hat, heißt das nicht, dass er nicht den ganzen Lauf gut übersteht. Und dazu kommt noch etwas anderes. Wir laufen, und das ist wirklich alles in Zeit zu begreifen, wir laufen nicht gegeneinander, wir laufen miteinander. Und jeder hat seinen ersten Platz gesichert. Und ganz egal, wann er ankommt. Aber er kommt dann. Je eher wir das begreifen und je eher wir das umsetzen, dass wir nicht an den anderen hantieren, sondern bei uns selbst, desto besser haben wir Chancen, durch das Leben zu kommen. Wir müssen, weil wir wollen. Aber wenn eine bestimmte Lektion begriffen worden ist, dann kannst du getrost zu anderen übergehen. Du musst nicht den ganzen Krempel von damals da mitnehmen. Also in einem Spiel, was ich früher mal spielte, was ich immer noch sehr liebe eigentlich, Spiel der Wandlung, da geht es darum, dass man erst an einer physischen und dann auf einer emotionalen, dann auf einer dann mentalen und dann irgendwann ist man auf einer spirituellen Ebene. Und immer wenn man von einer Ebene zur anderen gewechselt ist, hat man seine Bewusstseinspunkte dann gegen andere eingetauscht und hat aber niemals die alten in das Neue gebracht. Das heißt, die alten Werkzeuge, die man auf der anderen Ebene gebraucht hat, braucht man in der jetzigen neuen nicht mehr. Das heißt, man braucht nicht, dass den alten Krempel von der anderen Ebene wieder ins Neue zu tragen. Nichts wäre hinderlicher. Und ich denke, dass man sich durchaus auswählen kann, wenn man zum Schluss kommt, also eigentlich ist das Thema jetzt eigentlich durch, da brauche ich jetzt auch nicht mehr viel. Und dann ist die Frage, gucke ich mal, wer so zu Hause ist und wer das noch so mitträgt. Und wenn das sind überhaupt keine Gemeinschaft so gibt, ja, dann brauche ich es auch nicht mehr. Dann brauche ich das hier nicht mehr. Also eine Gemeinschaft habe ich unter Garantie, aber eben dann war immer nicht hier. Wir schauen mal, was dabei rauskommt. Was ich sagen will, ist, wenn das auf diesem Kanal nur so vor sich hin dümpelt, also so eben so bei so 100, 350 oder sowas, da so vor sich hin plätschert, dann ist das zwar für die 350 Abonnenten ein Glück, denn ich meine, immerhin arbeiten die an sich. Du weißt jetzt doch noch 349, ne? Also um den Dreh. Dann ist das für die 349 Leute ein Glück, weil die arbeiten ja an sich. Denn niemand hört mir zu und hat nicht angefangen, extremst an sich zu arbeiten. Aber wenn das eine so überschaubare Menge ist nur und es auch sonst von außen keinen interessiert, das zu fördern, dann brauche ich es gar nicht mehr. Ich habe nämlich jetzt wirklich das Theater, das ich jetzt mir überlegen muss, was mache ich jetzt in diesem Frühjahr. Denn nun kann ich eigentlich, die Zeit des Sendens auf diesem Kanal ist eigentlich schon zu Ende, weil jetzt muss ich sehen, wie es weitergeht und mir würden zwar einige Möglichkeiten einfallen, dann haben die aber hier mit dem Senden nichts mehr zu tun. Ich hätte dann ganz einfach nicht mehr die Möglichkeit, das hier zu senden. Da offensichtlich eine ganze Menge zuhören, und das sollen sie ja auch, denn das geht so in dieses umsonst habt ihr es bekommen und umsonst geht es weiter. Trotz allem werden wir uns jetzt dann über Gedanken machen müssen, wie kriegen wir hier eine sich tragende Säule von einer Reihe von Menschen, die das auch bekannt machen, irgendwie kriegen wir das hin. Dieser Sender würde sich von selbst tragen, wenn es mehr als 40, 50 Leute interessieren würde. Oder 350 interessieren würde. Zu Deutsch, ich brauche mehr Abonnenten, aber zwingen kann ich sie nicht, hier meinen Kanal zu abonnieren.
Und da das so wenig Menschen interessiert, wird der sich dann irgendwann auch dann auslaufen. Das ist zwar schade, aber der Kanal wird dann nicht geschlossen und jeder kann sich das noch ansehen. Aber ich denke mal, in der nächsten Zeit wird es nicht mehr allzu viele Streams geben. Ganz einfach deshalb nicht, weil ich mich jetzt nicht mehr finanzieren kann. Das Geld ist sozusagen alle und muss ich mal gucken, wie ich mich hier weiter finanzieren kann. Ohne Spenden oder ohne Förderung wird es nicht gehen und wenn ich keine kriege, ja dann ist das Thema durch. Aber nun, es wird weitergehen, es gibt immer weiter und ich bin nur nicht sicher, dass wir uns dann wiedersehen. Aber bis dato würde ich mal sagen, kommt erstmal gut hin, toi toi toi, und wandelt, so wie ihr könnt, den ganzen vermeintlichen Ärger, den ihr so habt, in einen möglichst freien Energiefluss. Je weniger dich beschwert, desto leichter geht die ganze Geschichte. Ich danke dir und ich danke auf jeden Fall erstmal für die bisherige Treue und was heißt Treue, aber für das immer wieder Einschalten und für sehr freundliche und ermutigende Kommentare möchte ich mich wirklich bedanken. Die haben mir wirklich doch einiges an Auftrieb gegeben, kann man nicht anders sagen. Und komm gut hin und denkt immer daran, es geht darum, dass du mir selber wieder dass du wieder mit dir ins Reine kommst. Mit dir. Mit allen anderen ist das nicht so wichtig, aber mit dir auf jeden Fall. Und dann kommt alles andere von selbst. Denn dann stellt es sich ja automatisch ein. Alles gehört schließlich einem Magnetfeld eigentlich mehr. Du kreierst nämlich mit dem, was du denkst, ein eigenes Magnetfeld. Und alles, was in dieses Magnetfeld passt und alles, was sich davon angezogen fühlt, stürzt hinein. Und dann ist es dein Leben. Danke fürs Zuhören. Alles Gute euch. Tschüss.